Das Schlimmste, was mir in einem realen Kampf passieren kann, ist ein kleiner Gegner, der keine Angst vor meiner Größe hat. Also, wir klammern jetzt mal Schusswaffenbesitz und Messerkämpfer aus. Ich rede jetzt rein vom unbewaffneten Kampf. Größer als der Gegner zu sein, ist ein Vorteil. Größer als der Gegner zu sein, ist ein Nachteil. Und das ist kein Widerspruch, das ist sogar verdammt sinnvoll. Und im Training wurde ich gegen jemanden, der sehr viel kleiner ist als ich, gestellt und habe da ein paar interessante Sachen feststellen dürfen. Nummer 1. In dem Moment, wo man der Größere ist, hat man natürlich mehr Reichweite. Surprise, das wusste ich schon vorher. Man darf die aber nicht nur ausspielen, man muss die sogar ausspielen. Denn in dem Moment, wo ein kleinerer Gegner wirklich hier bündig dran ist, gibt es ein paar Problematiken. Nummer 1, die Kraftausübung ist nicht mehr so leicht. Klar, ich kann vielleicht noch mit den Ellbogen oder Hammerfaust, aber wir reden ja jetzt nicht von diesem Training mit, ich stelle mich mit einem geraden Punch hin und mein Gegner macht 5 Bewegungen um mich rum, während ich mich nicht wehre, sondern wir reden ja von einer wirklichen, schnellen, unkomfortablen Situation. Wenn es da ein kleiner Gegner schafft, an einen Rand zu arbeiten, dann ist der erstmal im Vorteil. Das hat was mit dem Werfen zu tun. Ich durfte lernen, je größer jemand ist, desto höher liegt sein Schwerpunkt. Das heißt an der Stelle, dass ein kleiner Gegner mich auch leichter zu Fall bringt. Oder, um es nochmal ein bisschen direkter zu sagen, das Schlimmste, was mir im Nahkampf passieren kann, als jemand, der relativ groß ist, ist eine kleine, schwere Person, die keine Angst vor meiner Größe hat. Jetzt drehen wir den Spieß aber mal um. Das sind so Erkenntnisse, die ich festgestellt habe. Wichtige Taktik für mich als Größeren, Gegner auf Distanz halten. Dafür gab es übrigens auch den ein oder anderen Minuspunkt bei meiner Prüfung zum orangenen Gürtel. Denn ich hatte, daran merkt man übrigens, dass ich noch ganz frisch bin, ich hatte diese typische Karate-Grundhaltung drin. Das Problem ist, wenn dein Gegenüber kleiner ist als du, ja, was deckt man denn damit bitte? Vielleicht nochmal die kurzen Rippen, aber im Grunde ist es eine Einladung zu, hey, hier ist meine Leber, hab Spaß damit, und damit eigentlich nicht zielführend. Gegen den kleineren Gegner wäre es eher punktebringend gewesen, auf Abstand und schauen, dass man nicht nur unten deckt, sondern dass man auch dafür sorgt, dass für den Kleinen unkomfortabel ist, ranzukommen. Ich bin zwar nicht klein, ich möchte aber auch die Erkenntnisse, die bei diesem Training der kleinere Part sammeln durfte, mit ins Video reinnehmen. Und grundlegend, ganz häufig merkt man, das hatte ich auch letztens in einem Interview mit dem Ralf Ratz als Thema, wenn jemand kleiner ist, beim Karate sollte man ja eigentlich mit diesen beiden Knöcheln hier treffen. Generell sollte man bei keiner Kampfsportart mit denen hier treffen, ansonsten knackt, das tut weh. Jetzt versuch aber mal, einen geraden Schlag nach oben zu landen. Merkst du dabei was? Das ist ziemlich schwierig, dann mit denen hier noch zu treffen. Nicht unmöglich, das kann man trainieren, aber je größer der Gegner wird, desto bescheidener ist der Winkel. Jetzt heißt es natürlich nicht gar nicht auf den Kopf arbeiten, aber in dem Moment, wo man klein ist und in einer Stresssituation ist, wo man sich nicht auf optimale Techniken verlassen kann, ist das Gesicht gar nicht mehr das optimale Ziel, wenn man doch hier einen viel angenehmeren und unter Umständen auch schwerer zu verteidigenden Raum hat, gerade wenn man nah am Gegner dran ist. Und so sahen im Grunde die Übungen aus. Das heißt, wir haben durchgewechselt und jeder durfte seine Technik am anderen, der sich nach bestem Wissen dagegen verteidigen sollte, üben. Und ich kam ganz schön ins Schwitzen, als plötzlich ein sehr kleiner Gegner mit einer hohen Frequenz immer dort war, wo ich ihn gerade nicht gebrauchen konnte und permanent auf untere Rippen und Leber eingearbeitet hat. Gut, ich durfte dann später glänzen, indem ich mit langen Kicks bzw. auch mit einer gut positionierten Armstellung Abstand gehalten habe und eher auch die Größe mit Techniken wie Tetsuis, die Hammerfaust, glaube ich, im Karate arbeiten durfte. Ein Beispiel für das Thema, was nichts mit meinem Training zu tun hat, ist mir übrigens auch beim Schauen von Karate Combat aufgefallen. Es gibt dort einen Kämpfer, der ist im Grunde zum jetzigen Zeitpunkt ein Spoiler auf 2 Beinen, denn man weiß, er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit gewinnen. Er hat auch bis jetzt bei Karate Combat noch nicht verloren. Es ist Rafael Agaev aus Aserbaidschan. Ein unglaublich faszinierender Kämpfer. Viele bezeichnen ihn auch als modernen Samurai. Und eine Sache fällt jetzt auch gerade bei den Szenen, die man hier sieht, immer wieder auf. Der Mann ist in den meisten Fällen kleiner als sein Gegner. Und er spielt das Thema Größe nicht als seinen Nachteil, sondern er bringt seine Gegner in arge Bedrängnis. Fassen wir zusammen, du bist eher groß, dann nutze deinen Distanz- und Reichweitenvorteil und spiel das ein bisschen wie beim Schach aus. Sei
in deine Angriffsreichweite, aber sorgt dafür, dass der Gegner nicht seine Angriffsreichweite aufbauen kann. Du bist eher klein gebaut, so schnell es geht an den Gegner ran. Keine Angst vor der Größe, die ist eher ein Handicap. Du bringst den Gegner leichter auf den Boden und bist leichter an den Orten, wo er dich nicht gebrauchen kann und kannst genauso unangenehme Punkte adressieren, auch ohne den Kopf anzugreifen. Das sind jetzt die Erkenntnisse eines Orangegurts, der im Training was gesehen hat, was ihm total gut gefallen hat. Ich weiß, dass auf diesem Kanal eine Menge Leute zuschauen, die auf dem Thema mehr wissen als ich. Hast du noch eine Idee zum Thema Größe richtig einsetzen oder überhaupt zum Thema Größenunterschiede beim freien Kampf? In dem Moment ist dieses Wissen, was du teilen möchtest, in den Kommentaren super platziert. Wer meinen Kanal schon länger kennt, weiß, dass wir bei vielen Themen sehr interessante und auch recht tiefgehende Diskussionen haben. Und gerade bei diesem Thema bin ich doch sehr gespannt, was da in der Kommentarspalte an Gesprächen entstehen kann.